Gut, ja, lieber Wolfgang, wir sind hier am Argelander Institut für Astronomie an der Universität Bonn und du bist immer noch tätig hier, dein Schreibtisch ist ein Stock weiter oben. Ich wollte mit dir heute eigentlich ja ein bisschen über deine ganze Karriere sprechen, wenn das überhaupt geht. Das geht nur in Auszügen und wir können auch gar nicht jetzt für unser Publikum jedes Detail wahrscheinlich diskutieren, da bräuchten wir 5 Jahre. Aber ich muss doch ein paar Einleitungen machen. Also du hast eine lange, riesige Karriere hinter dir. Ich glaube, du hast zwischen 200 und 300 Publikationen, hast in Nature, hast unbeschreiblich viele interessante Leute getroffen und mit denen zusammengearbeitet, angefangen von den Großmeistern der Physik damals. Du warst, ich habe dann gesehen, ich glaube fast auf allen Kontinenten hattest du Gastprofessuren, also in Amerika, in New York, in Europa sowieso, einmal in Rio auch und sogar in Äthiopien und Kyoto auch noch. Und was mich noch mehr beeindruckt eigentlich, du warst auf allen Kontinenten der Physik unterwegs. Du hast, dein eigentliches Spezialgebiet ist ja jetzt Astrophysik und du hast aber mathematische Physik, allgemeine Relativitätstheorie gemacht und du hast dich auch mit der Physik im Kleinen beschäftigt und du hast sogar Beiträge zur Geophysik und Biophysik geleistet. Ich finde, das ist einigermaßen erstaunlich. Wie kommt man dazu oder wie muss man sein, dass man sowas macht? Ja. Man muss Freude haben an der Wissenschaft. Insbesondere ihre Objektivität hat mir immer gefallen, im Gegensatz zur Politik, wo ganz andere Aspekte wichtig sind. Hier geht es um die Wahrheit. Und uneingeschränkte Wahrheit. Und das Vorbild bei meinem Studium war einer meiner ersten Dozenten, Pascual Jordan, der selber uns jungen Leute sehr beeindruckt hat. Das ist einer der Begründer der Quantenmechanik, der fast hätte den Nobelpreis auch bekommen sollen, kann man so sagen, glaube ich. Ne? Zwei der Nobelpreise hatte er vor den jeweiligen Gewinnern. Das eine war die Fermi-Statistik, die er ein halbes Jahr früher hatte und die im Koffer seines Lehrers Max Born mit ein halbes Jahr nach USA reiste. Als er zurückkam und den Koffer auspackte, fand er dort die Arbeit, die er inzwischen Dirac selber eingereicht hatte. Das war also die Fermi-Statistik, die dadurch ging. Und das war der andere. Ich hätte fast Lust, dich schon auszufragen jetzt über Pascual Jordan, weil Pascual Jordan erwähnt dich, glaube ich, sogar in dem Vorwort seines Buches Schwerkraft und Weltall, das ich auch begeistert schon mal reingeblickt habe, weil es mich interessiert hat. Damals, ich glaube, Jordan hat sich sogar beschäftigt mit der Dirac'schen Hypothese, ja, dass die Anzahl der Teilchen im Universum was zu tun hat mit der Stärke der elektromagnetischen Kraft. Das ist eine sehr, sehr interessante Sache, die er damals noch verfolgt hat. Also auch, ich glaube, Mondrillen betrachtet oder so. Hast aber nicht speziell jetzt damit zu tun gehabt, in dem Teil seiner Arbeit. Über diese Dirac'schen Zahlen, für die sich Jordan ja auch interessiert hat. Jordan war sehr breit interessiert. Ja. Ein Schüler von Max Born, der ebenfalls ihn natürlich außerordentlich schätzte. Er hat die Heisenbergsche Unschärfebeziehung 2 Jahre vor Heisenberg publiziert. Das war also der eine Nobelpreis. Der zweite war dann die Fermi-Statistik. In beiden Fällen war Heisenberg der erfolgreichere, da er politisch Ja, dann hat wohl ziemlich dumme Sachen gesagt, irgendwann politisch, nehme ich an. Ja. Er hat versucht, allen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, mit dem Schrumpf, mit der jeweiligen Regierung zu schwimmen. Und das war natürlich bei Hitler hinterher nicht mehr gewünscht.
Während des Krieges, er hatte Familie, er wollte, dass die Familie möglichst überlebte und hat eigentlich das Leben getan, was ein Mensch tut, der seine Familie möglichst weg. Aber es im Nachhinein hat er dann, kam zurück und dann kamen die Göttinger 18, die gegen nukleare Waffen argumentierten und da inzwischen war er dann schon pro Adenauer, pro die neuen Kandidaten und das haben dann ihm seine 18 Freunde wieder ein bisschen übergenommen. Das also gegen die wieder Politik ist etwas Schwieriges. Atomare, ja. Als Mensch war er derartig angenehm, also er hat uns immer wie sich selbst in den Seminaren behandelt, wir waren gleichwertige Personen, die miteinander plauderten. Es war enorm angenehm, jede Bitte, jede Frage, die man hatte, konnte man ihm stellen. Er war Vorbild in Pünktlichkeit, in auch in Konzentriertheit. Die wöchentlichen Seminare mit ihm waren für mich immer die Festtage der Woche. Und wie nimmst du das Klima wahr, so das Wissenschaftliche? Weil du sagst, da gab es Seminare, da hat jeder gesprochen, da war es ein Austausch. Und du kennst ja auch, also wie sich das entwickelt hat später. Wie siehst du da irgendeine Entwicklung, wie sich die Wissenschaft von damals, sage ich mal, 50er Jahre bis heute, 90er, 2010er? Wir waren damals hauptsächlich drei junge Leute, der Engelbert Schücking, also der Älteste, war ja dann der Jürgen Ehlers, ein Jahr älter als ich und ich. Wir drei machten das Jordan-Seminar aus, Jordan der Chef. Ja, habe ich gesehen, also Jordan ist ja England ist ja theoretischer Physiker und mathematisch orientiert und da hast du also auch mitgemacht. Ich glaube, du hast sogar über Banach-Algebren mal irgendwas publiziert, also ja. Das hat mich erstaunt, wie breit du aufgestellt. Mathematik hat mir ähnlich viel Spaß gemacht wie Physik, aber mein Ziel war eigentlich immer, ich wollte gern alles physikalisch verstehen, was uns als Menschen schon zugänglich war zu der Zeit. Und Jordan, in der Zeit, in der ich bei ihm lernte, ja, da musste ich ohnehin erstmal die Mathematik und Physik erst alles erlernen, aber da war es dann doch immerhin eingeschränkt mehr auf die mathematische Seite, während später fehlten mir noch die beobachtenden Details, denn Astrophysik hinausschauen in die Raumzeit, das Universum, da braucht man dann noch ein paar andere Details und deswegen im Laufe des Jahres habe ich die dann alle später nachgeholt. Also als Jordan dann emeritierte, konnte ich hier in Bonn mit dem Teffelsberger Teleskop und den entsprechenden Professoren, die daran arbeiteten, wie Lipinski, Metzger, bekam ich dann auch den Zugang zu den astrophysikalischen Daten. Du warst sogar mal Principal Investigator bei einem großen Projekt? Ja. Das eine von 11 Experimenten der Helios-Expedition. Helios war die Sonde, die in Richtung Sonne geschickt wurde, bis zur Merkurbahn. Also ein erstaunlich viel näher als die Erde in zu einer Annäherung, wo die Temperatur schon recht hoch geht. Das war also das erste Experiment, dass ich traute, dichter an die Sonne anzufliegen als der Erdbahn. Und da war ich also der einzige passive Experimentator an Bord. War interessiert an den Abweichungen der Bahn von der Newtonschen Theorie, den relativistischen Abweichungen. Später musste ich dann von Bord, weil für diese Entfernungsmessung Range und Range Rate musste man die Geschwindigkeit und musste man die Gruppen- und die Phasengeschwindigkeit des Signals unabhängig messen. Die Gruppengeschwindigkeit hieß, dass man einen Code schicken musste, einen 1-Code. Ja. Und jeweils beim Umschalten auf diesen Code ging die Endverstärkerröhre kaputt. Wenn man das jeweils ein zweites Mal gemacht hätte, wäre jeweils die ganze Mission geopfert worden. So, ja. Und damit die anderen 11 aktiven Beobachter an Bord überlebten, musste ich dann von Bord. Du hast dein Experiment praktisch geopfert für die anderen. Richtig. Und das habe ich völlig eingesehen. Ich war im Grunde sogar
dankbar, denn dadurch war ich dann wieder in der Zeit, mich für die anderen Dinge auch zu beschäftigen. Das, so ein Experiment verlangt natürlich sehr viel. Hat dir das Schwierigkeiten gemacht, dass du so breit interessiert warst? Ich denke manchmal, also ich sehe auch natürlich so jemand wie Schrödinger und Einstein, die wussten damals über Elektrodynamik Bescheid, über Thermodynamik, über Gravitationstheorie, über Atomtheorie. Heutzutage ist das ja ganz anders. Das gibt's, haben wir ja nur mehr Spezialisten, und du bist aber auch noch so ein Generalist, oder? Also ich habe versucht, nichts rauszulassen. Ja. Also jeweils, wenn ein Lücke... Aber was sagten dann die Leute? Du hast ja gearbeitet mit Leuten, die dann spezialisiert waren. Zum Teil, ja. Dann habe ich eben deren Handwerk kennengelernt, hochinteressant, und dann konnte ich zum nächsten gehen, um auch noch diese anderen. Und zum Beispiel, einer der wenigen Punkte, wo Richard Feynman nicht so allwissend war wie sonst, war die Hochatmosphäre, ihre Aufladung. Das war ein ungelöstes Problem, wie sich elektrisch auflädt. Man maß einen Strom und trotzdem war die Spannung konstant. Das schien dem Grundgesetz der Elektrodynamik zu widersprechen. Das hat, war für, ja, dieses Problem war vorhanden, und indem ich dann mit einigen Leuten ins Gespräch kam, die in der Hochatmosphäre die Spannung maßen, stellten wir fest, dass da eben Ströme verschiedener Art fließen. Und dass eine Aufladung da oben stattfindet, die noch heute bei den Fast Radio Bursts die Physiker absolut überfordert. Da gibt es laute Radiosignale, die die Leute gerne ans Ende der beobachtbaren Welt schicken, setzen wollen, von denen ich behaupte, die sind vor der Haustür. Wenn sie da draußen werden, werden sie 10 oder 40 mal zu energiereich. Aber da bin ich der böse Bube hier in diesem Hause. Das darf der Michael Kramer drüben nicht hören. Seine Schülerin hat da eine Host-Galaxie gefunden für diesen Burst. Die ist dann bei Gigaparsec-Entfernung. Angeblich kommt das Signal von dort. Wenn es von dort käme, wäre es eben 10 hoch 40 mal zu energiereich. 10 hoch 40! Das ist ziemlich viel. 10 hoch 40 mal von dem. Falls unsere Welt einigermaßen homogen wäre im Großen, also ferne Galaxien sich ähnlich verhielten wie unsere, dann würde man erwarten, dass dort auch die Signale ähnlich stark wären. Aber in diesem Falle, dann würden also auch auf der Erde solche starken Signale auftreten, und die wären dann 10 oder 40 mal stärker als Radiosignale, als die, die jetzt gerade gemessen worden sind. Jetzt muss ich doch schnell was zitieren noch, aus einem deiner Bücher. Also du hast verschiedene Bücher geschrieben, also ein sehr schönes Buch ist Physikalische Mythen auf dem Prüfstand, das auch durch alle der Gebiete der Physik, glaube ich, kann man so sagen, durchgeht. Da gibt es also Geophysik, unser Sonnensystem, Neutronensterne, Supernova, Kosmologie, physikalische Jets, aber dann auch noch Fundamentalphysik und Biophysik, also wirklich erstaunlich. Aber ich wollte noch was anderes vorlesen aus einem Buch, das, glaube ich, zu Ehren deines 65. Geburtstags geschrieben wurde. Und seinerzeit von meinem ersten Diplomanten Arne Richter. Ja, und dann hat in Göttingen arbeitet. Wolfgang Priester damals über dich geschrieben, also es ist auf Englisch, ich übersetze es jetzt so, schreibt über dich, was mich bei ihm am meisten beeindruckt hat, bei Wolfgang Kund, war, wie er an die wissenschaftlichen Probleme herangeht. Er hat er verachtete den sogenannten Mainstream- oder Nachplapper-Effekt. Er war nie zufrieden mit Lösungen, die er selbst nicht nachvollziehen konnte, auch wenn sie von der Mehrheit seiner Kollegen anerkannt wurden. Und er ging immer zurück zu den Wurzeln der Probleme, zu der grundlegenden Annahme, die gemacht wurde, und fand dann oft auch Löcher oder neue Lösungen dazu. Ja. Und er sagte, wenn ein Modell alles erklärt, bis auf ein einziges Faktum, dann würde Wolfgang sagen, es ist höchstwahrscheinlich, dass das ganze Modell weggeworfen werden muss. Richtig. Und durch ein anderes ersetzt. Und ja, das sind so ein paar
Gedanken jetzt dabei. Also ich meine, dazu gibt es viele, viele Beispiele. In dem Roten Buch über 135 Beispiele dieser Art. Ja, also wenn man sagen kann, dass man heute vom Standardmodell der Kosmologie spricht, ja, dann sind wir uns da wahrscheinlich ziemlich einig darüber. Wir waren ja sogar mal in einer Diskussion da zusammen eigentlich als Argumentationspartner in Heidelberg damals. Ja. Auch sehen, also. Was sagst du dazu? In deinen Büchern hast du sehr oft die Physik angegriffen und ich war immer völlig auf deiner Seite. Du hattest den offenen Blick und erkanntest, dass da etwas mit Gewalt hingebogen werden sollte und so geht die Physik nicht. Die Naturwissenschaften gehorchen streng Gesetze und diese Gesetze müssen wir lernen. Die können wir nicht, auch nicht in den Mathematikbüchern nachlesen. Mhm. Mathematik sagt nur, wie man aus einer Fragestellung eine andere berechnet. Mhm. Aber welche Gesetze die Natur beherrschen, das müssen wir herausfinden. Mhm. Und da müssen wir lange, lange suchen. Bei manchen Problemen habe ich 6, 7, 8 Mal meine Meinung geändert, bevor ich bei der Deutung angekommen war. Zum Beispiel das Interessanteste für meine Begriffe, Phänomene in dieser Richtung, sind die Jets, diese Jetströme. Ja. Das sind Ströme von Teilchen, die aus Galaxien ausgeworfen werden, ne? Aus Galaxienzentren. Aus Sternen, aus kleinen Sternen, aus großen Sternen, aus den Zentren der Galaxien. Mhm. Es gibt stellare Jets und galaktische Jets und die längsten davon sind Megaparsec, Millionen, 3 Millionen Lichtjahre entfernt, werden Teilchen auf möglichst geraden Weg herausgeschossen, die sich selbst erst diagonal rahmen müssen durch den Weltenraum. Ich habe immer gesagt, wenn ein Militär so ein Ding in die Hände bekäme, der wäre begeistert. Der kann also dann eine Population am Rande des Universums, die ihn nicht leiden mag, könnte er dann beschießen mit solchen Jets. Na, hoffen wir mal, dass es keine Außerirdischen gibt, die das können. Aber, und da sind also in der Beschreibung dieser Phänomene haben meine Kollegen dann die verschiedensten Ansätze gemacht, aber die passen alle nicht. Man muss, wenn man den Ansatz nachher am Schluss hat, kriegt man eine vollständige Lösungsschar, an alle Anfangsbedingungen anpassbar ist und die in den verschiedenen Situationen, kleine Sterne, heißere Sterne, größere Sterne, Galaxien, in allen das gleiche Prinzip, man braucht einen rotierenden, schweren Magneten, in dessen Vakuumentladung Paarplasma entsteht. Man braucht die Schwerkraft, damit das Paarplasma durch Auftrieb sich erstmal eine Anfangsrichtung wählt. Man braucht eine Lavalldüse, wie sie der Blandford als Schüler von Martin Rees seinerzeit mal vorgeschlagen hatte. Hat er dann weggeworfen, weil sie nicht passte in der Größe. Ich habe sie aus dem Mülleimer ein paar Jahre später wieder rausgeholt. Und zwar die Daten waren falsch gesucht. Wenn man es richtig machte, passte es. Also das heißt, es sind einfach noch viele Fragen offen und es ist nicht so perfekt. Ich habe dafür 30 Jahre gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich den Griff. Die haben also einen Großteil meiner Karriere gebraucht. Und ich betrachte sie auch mit als die kompliziertesten Maschinen überhaupt. Vielleicht darf ich das eben einblenden. Auf der Erde sind wir gewohnt, dass unsere Techniker immer besser werden im Bauen von Maschinen. Diese Geräte, die uns jetzt fotografieren und aufnehmen, die Lautsprecher, die Handys, diese kleinen Geräte, die gleichzeitig zum Fotografieren und zum Telefonieren und allen möglichen. Das sind Maschinen, die funktionieren, weil sie von guten Technikern sorgfältig entwickelt worden sind, ausprobiert sind und jetzt funktionieren. Dann gibt es aber auch die Biologie, die Lebewesen. Die Lebewesen besitzen auch solche Maschinen eingebaut. Wir, unsere Augen, unsere Nase, unsere Ohren, alle unsere Sinne funktionieren ähnlich gut und zuverlässig. Oft haben wir aus der Biologie gelernt, wie wir unsere menschlichen Maschinen noch verbessern können. Aber jetzt, draußen im Universum, wo es Staubwolken gibt und sich bildende Sterne und wo da was explodiert und dort was hinrutscht,
hat man doch das Gefühl, da gibt es keine solchen Gesetze, da geht alles drunter und drüber. Aber nein, dort draußen, da gibt es keinen Konstrukteur, keinen Bauplan und trotzdem funktionieren diese Jets über Millionen Lichtjahre und schießen Teilchen mit Lorentzfaktoren 10 hoch 6 geradlinig, so geradlinig, wie es gerade geht, in das Weltall. Nein. Mhm. Also diese Maschinen, die inorganischen Maschinen, nicht organisch, nicht aus der belebten Natur, sondern inorganisch, ich hätte es ursprünglich nicht für möglich gehalten. Inzwischen aber merke ich, wenn man eine Kleinigkeit daran ändert, funktioniert es nicht mehr. Man muss sehen, muss verstehen lernen, wie die Natur das sich ausgedacht hat. Der Gott oder wer auch immer, ich weiß es nicht. Aber es gibt also drei Sorten von Maschinen, die menschengebauten, die biologischen Maschinen und die inorganischen Maschinen. Und diese inorganischen, wo die Jets die interessantesten sind, da gibt es so etwa 10 Stück, Supernova-Explosionen, Sternbildung, Bildung von Monden, von Planeten und Monden. Alle die haben ihre gewissen Gesetzmäßigkeiten, aber die meisten sind relativ einfach zu verstehen, aufgrund der Grundgesetze. Aber die Erwartung gegen die Jets, die sind nicht so leicht zu verstehen. Also da habe ich wirklich lange gebraucht. Ja. Und was ist, wenn du das so betrachtest? Also du hast ja zu vielen Dingen da deine eigenen Ansichten oder dazu. Was ist das, was am derzeitigen Modell am meisten schiefläuft oder was du am meisten dir am wichtigsten scheint, was du sagst, das wäre eigentlich, was ich durchsetzen müsste statt der etablierten Meinung? Sind das schwarze Löcher oder sind das oder was wäre das, was du? Das war eine der verrücktesten Ideen von dem Stephen Hawking, den ich sehr gut kenne. Der kam damals zu mir nach Hamburg, weil er bei Jordan promovieren wollte. Und ich war der Assistent von Jordan, also kam er zu mir, stand mir gegenüber, Zentimeter größer als ich, etliche Jahre jünger. Und kurz darauf kam er dann im Rollstuhl und dann fing an, nur noch im Kopf zu arbeiten, nicht mehr, kaum noch auf Papier. Dem sind dann diese schwarzen Löcher geeignet erschienen, wir hatten alle ein Problem. Muss ich gleich ein bisschen ausholen, aber das Problem war, Sterne werden durch kernnukleares Brennen im Gleichgewicht gehalten. Wenn sie ausgebrannt sind, bilden sich daraus eventuell weiße Zwerge, wo die Elektronen in ihre Kerne hineingepresst werden und die also nur noch so groß sind wie unsere Erde als Weltenkörper. Und wenn man da nochmal wieder Materie drauf schaffelt, entstehen Neutronensterne, da ist die Materie dann ungefähr. Oder wenn schon genug da ist vorher, oder wenn schon genug da war vorher vielleicht auch? Oder? Wenn schon genug da war, aber gewöhnlich ist am Anfang schon mal eine Menge weggespritzt. Also Neutronensterne gibt es jedenfalls in großer Zahl, wo wir sie einzeln nicht sehen können, aber wir haben genug. Aber es ist ein vernünftiges Modell. Also vernünftiges Modell, wo wir immer schon feiern sind. Also das ist Neutronensterne sind schwierig, weil wir sie eben nicht anpacken können und nicht sehen können. Zu 10 Kilometer auf eine Entfernung von Lichtjahren, das können wir noch ein bisschen nicht. Und wenn jetzt auf diese Neutronensterne nochmal 3 Sonnenmassen drauffallen würden, 2 würden auch schon genügen, dann würde der Druck im Neutronenstern so gewaltig werden, dass er zusammenbrechen würde. Warum? Weil nach der Einstein-Theorie der Druck letztlich auch Gewicht hat. Druck ist dann nicht gewichtslos, sondern Druck ist eine Fähigkeit, die auch... würde der Neutronenstern noch mehr kollabieren. Und dadurch würde dann der Zusatzdruck nicht mehr aufgefangen werden von dem Neutronenstern. Neutronenstern würde zusammenbrechen und damit entstünde etwas Singuläres. Dieses Singuläre
nannte Hawking dann ein schwarzes Loch, weil es wäre dann ein Loch im Universum, das man nicht... Aber so richtig untersucht hat er die Druckbedingungen noch niemand im Labor, dass man sagen könnte, wir kennen ganz genau die Zustandsgleichung. Wir glaubten, die Zustandsgleichung zu kennen, und wir glaubten, dass das passieren würde. Ich hatte mich davon überzeugen lassen, habe deswegen zweimal in unseren deutschen Zeitschriften Artikel geschrieben, wie man die schwarzen Löcher verstehen kann. Also die schwarzen Löcher, die Hawking sich ausgedacht hat, unter seinem Doktorvater Roger Penrose, die habe ich in Deutschland vertraut gemacht. Und ich meinte auch, dass wir sie bräuchten, um Situationen zu beschreiben, wo zu viel Materie auf einen Neutronenstern draufgefallen ist. Das ist mir jahrelang, bis ich dann im Jahr 1978 die ersten Bedenken hegte. Und letztlich habe ich das Problem aber eigentlich erst vor einem Jahr jetzt völlig in den Griff bekommen. Ich habe gesehen, dass der Neutronenstern nicht zusammenbricht, nicht singulär wird. Nämlich, wenn ich Materie auf einen Neutronenstern versuche draufzulegen, dann fällt er mir aus der Hand und kommt dort mit fast Lichtgeschwindigkeit bei ihm an. So stark sieht das an, dass da nichts auf ihm liegen bleibt, sondern... Also die Interpretation der Signale ist auch kompliziert. Ich glaube, du hast mir schon vor Jahren einmal klargemacht, da gibt es alle möglichen Sorten, alles mögliche eigenartige Benehmen, die schalten sich selbst mal aus für eine gewisse Zeit, dann gehen sie wieder an in ihrer Strahlung, hat man dieses intermittierende Verhalten, und die sind einfach nicht leicht zu unterscheiden von schwarzen Löchern, wenn es die denn geben sollte, ne? Wenn ich dich richtig verstehe. Also neuerdings habe ich mich überzeugt, dass in unserer Physik nichts Singuläres auftritt. Die schwarzen Löcher waren ein Versuch, aber es war unrealistisch, und Hawking selber, bevor er ins Grab gegangen ist, hat das schon einmal ausgesprochen, Black Holes do not exist. Er selber hat am Ende seines Lebens gemerkt, dass er... Ja, aber es ist doch schön zu hören, dass du es jetzt nicht von vornherein skeptisch, sondern eigentlich, weil du sagst, du hast das sogar populär gemacht eigentlich hier, die Theorie, und dann doch mit immer mehr genauere Untersuchungen kommst du zu dem Schluss, dass das ja einfach viele Widersprüche hat, das ganze Konzept. Ja. Also vielleicht sollte man da nicht zu sehr auf die aktuellen Dinge, aber wirst du das kommentieren, was neulich in den Medien groß war mit dem M87, dass man da ein schwarzes Loch, es hieß so schön, das erste Foto eines schwarzen Loches. Ja. Das war ein ganz großer Flop, denn kein Mensch hat verstanden, wie dieser Ring zustande kommt. Man hat ja beobachtet, bei einer Radiospektrallinie, 1,3 mm Wellenlänge, wenn wir von uns jetzt ein Foto machen würden bei 1,3 mm, wir würden uns überhaupt nicht wiedererkennen. Da haben wir überhaupt keine Erfahrung. Wir machen hier Farbfotos im Sichtbaren. Das war eine Radiolinie, und kein Mensch hat sich überlegt, wie diese Radiolinie zustande kommt. Wenn die in dieser Stunde, in der da zum Beispiel der Harald Lesch da in München darüber geredet hat, wenn er sich versucht hätte zu erklären, wie das geht, die haben es alle nicht verstanden. Die waren du hast es ihm geschrieben, glaube ich. Ich habe es ihm. Ja. An der Stelle hat er sich vertan. Es ist, ihre Beobachtung sah dann zwar so aus, wie es Künstler, Artist-Konzept, wie es Künstler schon mal sich vorgestellt hatten, wie vielleicht der Schatten eines schwarzen Loches aussehen würde, aber sie haben nicht gesagt, wie ein solcher Schatten entstehen soll. Um einen Schatten zu machen, braucht man eine Lampe. Ja. Die haben nicht gesagt, wer die Lampe ist. Die Lampe ist über 10 auf 9 Grad heiß. Die ist überhaupt nicht im Gespräch erwähnt worden. Man hat das Problem gar nicht verstanden. Und die Radiolinie entspricht einer Temperatur von über 1 Milliarde Grad. Haben die Leute nicht begriffen. Und wie diese Linie zustande kommt, das schwarze Loch heißt das schwarz, weil man es nicht sieht. Das würde eben auch nicht nach 10 auf 9 Grad aussehen. Das würde in das Loch hinein vielleicht so heiß erscheinen, aber nicht für uns. Also die Deutung war absolut falsch. Meine Deutung von M87 Kern ist einfach Elektron, Positron, Paarplasma, was entsteht und Jet eingespeist wird.
Das hat am Entstehungsort diese Temperatur von 1 Milliarde Grad. Ja, das war ja auch mit der Auflösung ein bisschen eigenartig. Ne? Der Schwarzschildradius wäre ja, glaube ich, irgendwie 7 Mikrobogensekunden gewesen und die Auflösung vom Teleskop war größer oder so. Das Experiment war großartig, war schwierig. Die haben ja 8 Teleskope auf Bergen aufgebaut. Die brauchten alle gleichzeitig gutes Wetter, weil sonst die lokale Witterung dann noch das Experiment gestört hätte. Das alles war gut, aber es war keiner in der Gruppe, der verstanden hat, was dann dabei rauskommt. Und dass sie auf diese Art und Weise das Problem überhaupt nicht fördern können, ob es dort schwarze Löcher gibt oder nicht. Ob unsere Astrophysik mit einer regulären Theorie beschrieben werden kann oder ob sich automatisch dann Singularitäten einschleichen. Und jahrzehntelang haben wir weltweit geglaubt, dass das nicht zu vermeiden sei, bis rauf zu Größe wie Dirac und alle. Feynman, es war nicht bekannt, ob es sowas gibt oder nicht. Einstein war schon der Erste, der... Also du siehst so eine Diskrepanz auch. Also mich hat das einmal sehr amüsiert in einem Buch, ich weiß gar nicht mehr welches, gab es ein Kapitel über schwarze Löcher, wo so die ganzen mathematischen Aspekte hervorgehoben wurden, und dann ein anderes Kapitel über astrophysikalische schwarze Löcher. Das ist wirklich so zwei separate Welten eigentlich. Das wäre für mich dasselbe letztlich, denn die sind von der Astrophysik erfunden worden, um ihre Phänomene zu verstehen. Ja. Und damals schien es eben, Neutronensterne sind instabil, und da wir wissen, dass es Neutronensterne gibt, mussten wir also damit rechnen, dass einer von ihnen singulär wird und dann zu einem solchen schwarzen Loch wird. Und deswegen habe ich jahrelang danach gesucht, und wo auch immer ich hinguckte, da kannte ich sie nicht. Also die schwarzen Löcher haben sich nicht gezeigt. Und was die Leute dabei letztlich übersehen haben, ist, dass diese schwarzen Löcher ja, wenn es sie gegeben hätte, schlucken würden, akkretieren, Umgebung in sich aufnehmen, dabei wachsen, und dass dieses Wachsen dann nicht nur langsam, sondern immer schneller geht, zunehmend, Masse, Änderung der Masse proportional zur Masse, die würden exponentiell anwachsen, und in der bisherigen Zeit, Milliarden Jahre seit der Welt existiert, wären die uns nahen schwarzen Löcher, zum Beispiel Sagittarius A, Sternenzentrum und Milchstraße, längst so groß geworden, dass sie unser Sonnensystem aufgeschluckt hätten. Es gäbe uns also gar nicht, wir könnten jetzt gar nicht darüber reden. Die Tatsache, dass es uns gibt, beweist für mich, dass es die schwarzen Löcher in unserer Milchstraße nicht gibt. Jetzt gibt's, wie würdest du dann eine Beobachtung, diese Sternbahn von S1 oder S2 interpretieren? Das ist ja eine Kepler-Ellipse, die, da muss ja irgendeine Masse da sein, aber man sieht nichts. Was der Frank Eisenhower hat hier in diesem Hause, vor einigen Jahren, also im Zentrum der Milchstraße, ne, macht man das? Ja, hat gefunden, dass die Bahn von diesem innersten Stern S2 nicht eine exakte Kepler-Ellipse ist, sondern eine präzedierende Kepler-Ellipse ist. Was sie nicht wäre in einer flachen Raumzeit, sondern was sie nur ist, wenn dort das zentrale Objekt ausgedehnt ist. Sagittarius Stern, also nicht ein schwarzes Loch ist, sondern eine brennende Scheibe, wie ich nannte, BD. Ich fand das damals sehr einfach. Statt BH, Black Hole, macht man BD, Burning Disk. Und das ist genau das, was sich im Zentrum einer großen galaktischen Scheibe bildet. Also das Material spiraliert nach innen, aufgrund von Reibung fällt es langsam ins Zentrum, spiraliert, trifft sich schließlich im Innersten, und dort, wo die Dichte so groß wird, eine Sterndichte wird, also Dichte von Wasser, zünden die ersten Kernprozesse, und dann bekommt man nukleares Brennen. Und das nukleare Brennen braucht man, um das ganze Material wieder nach draußen zu blasen. Wenn man es dann nämlich liegen lassen würde, würde dann die ganze Galaxie letztlich da in das große Loch fallen. Aber wir sehen, die Statistik unserer Beobachtungen hat inzwischen gezeigt, ganz bedeutlich, besonders in den letzten Messenschaften vor einem Monat, Millionen von Galaxien, alle verlieren sie Masse. Die Masse spiraliert hinein, aber es wird mehr wieder weggeblasen, als hineingefallen ist, sodass sie im Mittel zeitlich alle leichter werden. Die Löcher werden nicht größer, diese Zentralobjekte werden nicht massereicher, die werden masseärmer, sie verlieren Masse. Und
Also das war sicher, also das kann man auch vieles nachlesen von dem, ich will jetzt nur unsere Zuschauer auch nicht überfordern. Das war sicher also eine der großen Kontroversen, die du auszufechten hattest wahrscheinlich. Und vor allen Dingen in den jetzigen Jahren ist, denn früher als Wolf Priester hier Chef war, da war ich der liebe Sohn im Hause und wurde von ihm in allen meinen Wünschen sofort befriedigt. Während heute bin ich der böse Bube, den man am liebsten sieht, wenn man die Tür verlässt, weil ich manchen dieser falschen Vorträge nicht ganz anhören kann, ohne wirklich ein wenig zu räuspern mich. Wir machen gegenwärtig in der Astrophysik eine Fülle von Fehlern, unter anderem, dass wir eben diese schwarzen Löcher ernst nehmen. Und wenn wir mit einem falschen Modell versuchen, die Wahrheit zu verstehen, kommen wir in Schwierigkeiten. Und, siehst du da auch generell ein bisschen weniger Toleranz einfach gegenüber in der wissenschaftlichen Diskussion, dass man jetzt mal alternative Modelle bringt? War das früher anders? Konnte man da mehr querdenken als heute? Die entscheidende Beeinflussung unserer heutigen Gedanken, die ist gegeben durch das Geld, was da investiert wird. Diese Gruppen werden ja finanziert. Und wenn man über schwarze Löcher arbeitet, kriegt man Geld. Und wenn man Geld, sagt, ja, gibt es nicht, dann gibt es auch kein Geld. Ja. Und dass die schwarzen Löcher jetzt, nachdem sie von einigen, nur einbegriffen, jetzt schon akzeptiert werden als ein Irrtum. Ich verstehe nicht so viel wie du, ich bin ein bisschen agnostisch einfach, sagt man. Das verdanken sie lediglich diesen Förderungsmitteln. Einige Personen hier im Hause haben solche Mittel bekommen und versuchen jetzt noch immer aus diesem Thema etwas herauszuholen, irgendwelche Fehler zu suchen, die ich inzwischen erkannt habe, die es nicht gibt. Du gibst ein Stichwort jetzt, was ich noch vorlesen wollte, weil du sagst, da wurde eigentlich eine Theorie so gepusht und das ist ja, was bekannt geworden ist, als der Gold-Effekt nach dem Astronomen Thomas Gold. Oh ja! Und ich übersetze jetzt mal wieder aus dem Englischen, aus deinem Buch. Also der sagte, es kann auch sein, dass ein ziemlich unqualifizierter Glaube an etwas, ja, gelegentlich verwandelt wird in eine allgemein akzeptierte wissenschaftliche Theorie, wenn nur genügend Literatur darüber gibt, die von entsprechenden Gutachtern beeinflusst ist, wenn es nur genügend Konferenzen gibt und wissenschaftliche Komitees und wenn man dann der Club der Meinungen es schafft, die Mittel richtig zu verteilen, dann passiert das, dass auch eigentlich was ziemlich Unfundiertes plötzlich die offizielle Wahrheit wird. Das ist natürlich eine ziemlich böse Aussage, aber ich glaube, konntest du öfters auch wahrnehmen, oder? Thomas Gold war einer meiner ganz großen Lehrer, muss ich gleich nach Pascal Jordan unbedingt auch nennen. Ich habe ihn viele Male begegnet, im Ausland, in Deutschland. Mhm. Und Gold war jemand, der eben auch die Wahrheit suchte. Mhm. Ein großartiges Vorbild. Und in seinen Theorien über den Aufbau des Erdinneren hat Gold ja das Vorhandensein der Methan im tiefen Inneren, eine Fülle von Brennstoffen. The Deep Hot Biosphere ist sein Lehrbuch, in dem eine... War auch so breit interessiert eigentlich, wie du auch sagst. Gold war ein Mann, der gegen große Agenten ankämpft, gegen NASA hat er angekämpft. Als NASA den ersten Armstrong da auf den Mond schickte, hat er gesagt, er soll ihn doch trainieren auf nicht in Clean Rooms, sondern eher in der Wüste, denn da oben ist es wahrscheinlich staubig. Tatsächlich, der Armstrong hätte beinahe seinen Stecker nicht in den Steckdose. Also Gold hat gegen NASA gekämpft und hat gesagt, pass auf, dass ihr keinen Fehler macht bei eurer Mondmission. Mhm. Und in dem Sinne, ja,
in dem Sinne habe ich... Aber Berater, richtig Berater der NASA damals auch. Wie bitte? Berater der NASA, also ist ja auch nicht irgendwer dann. Ja, im Grunde war er nicht ein bezahlter Berater, sondern ein unbezahlter Kritiker. Ja, okay, ja, aber er hat trotzdem wertvolle Hinweise gegeben. Er hat wertvolle Hinweise gegeben. Also Roth war absolut der Wissenschaft da enorm geholfen. Er war der Mann Nummer 1 in Europa, den sich der Richard Feynman kommen ließ. Und die beiden haben sich dann zum Frühstück getroffen und erst am späten Abend wieder getrennt. Also Gold und Feynman waren zwei ähnlich gebaute. War es nicht so mit den Neutronensternen, dass das auch so eine Geschichte war, was völlig verrückt galt und dann ein paar Jahre später war es völlig akzeptiert? Ja, das war auch so eine interessante Geschichte. Der erste, der die Geschichte. Messung, die, ja, da gab es in Cambridge die Messung zwischen dem, na, wie hieß der Chef da, die Radioantenne da, Tony Jewish, und der Jocelyn Bell war seine Schülerin. Ja. Die hatte da so, ja, das waren im Wesentlichen da Kuhweiden mit Drähten und die Drähte wurden benutzt als Antenne und die Jocelyn sah dann die ersten Signale, die natürlich an dem Tag nicht da war, wenn der Chef kam, aber sobald der Chef wieder weg war, kamen sie wieder. Und monatelang war es so, dass der Chef dann eher seine Schülerin ausschimpfte, wenn sie ihn schon wieder dazu rief, bis er plötzlich merkte, dass sie doch recht hatte mit ihrer Entdeckung und dass da ein Nobelpreis winkte und dann wurde sie die zweite Stelle. Da fand Tommy Gold, dass das eigentlich nicht ganz fair war. Wir haben dann den Vortrag der Jocelyn in den USA gehört, den sie anschließend hielt. Die hat da schon Erstaunliches geleistet. Sie hatte später auch wieder als Erste die Röntgensignale gefunden. Also die ist zweimal bei Jocelyn in der Spitze der Forschung. Und die gute Physik braucht Leute wie diese. Gold, Jocelyn Bell-Bonnell, Richard Feynman, die jeweils hinweisen auf Schwierigkeiten, auf eventuelle Fehler und auf deren Beseitigung. Und wenn wir hoffen, auf eines Tages unsere Welt völlig in den Griff zu kriegen, müssen wir sehr sorgfältig sein. Solange es noch Ungereimtheiten gibt, müssen wir die versuchen zu eliminieren. Und da kann das Geld eben leider im Wege stehen, wenn eine Gruppe, die in der falschen Richtung forscht, gut bezahlt wird, führt sie uns erstmal auf Abwege. Ja, du hast ja wahnsinnig viele Leute kennengelernt, Feynman oder Gell-Man oder so. Was hast du festgestellt, wie die herangingen? Wie waren die als Persönlichkeit, die jetzt integer waren und die Wahrheit suchende waren oder so? Jetzt kannst du es ja sagen, gab es da irgendwelche Unterschiede oder Beobachtungen? Oder? Ja, die einige mehr, die andere weniger, aber ich muss sagen, ich bin da mit sehr vielen interessanten Personen ins Gespräch gekommen. In Genf, da hat mich damals der Zekiki, der führende Italiener, Zekiki war bekannt für seinen Einfluss, den er in Italien hatte. Wenn da irgendwo ein Auto verschwunden war und man nannte das Zekiki, dann war das den nächsten Tag aufgetaucht. Also Zekiki war da eine sehr hilfreiche Macht. Du warst ja in Erich auch mal. Zekiki hat mich ja damals zum Direktor einer jährlichen Konferenz gemacht. Die habe ich auch zweimal durchgeführt. Beim dritten Mal hatten dann die Holländer mitbekommen, wie man das verhindern kann, dass ich da dauernd finanziert werde und haben dann sogar den Zekiki mal ausgebotet, sodass die Funks dann beim dritten Mal nicht rechtzeitig kamen. Tat mir nicht leid, ich habe zweimal eine Schule gemacht, die ich an nicht gerne zurückdenke und gute Leute da zusammengekommen sind in einem wunderbaren Tag und das Forschungszentrum in Italien, das Erice, liegt ja wunderbar. Ja, ich kenne es sehr fantastisch. Ja, und das ist eine sehr schöne Umgebung, um mit Physik nachzudenken. Also, ich habe mich damals gefreut, dass ich da von Zekiki
zum Direktor. Er hat mir eine mündliche und eine schriftliche Prüfung gegeben, die ich gar nicht mitbekommen hatte. Die schriftliche Prüfung, das war, dass er Werbung gemacht hatte für Leute, die Beiträge für eine italienische Zeitschrift schrieben. Und da hatte ich mich dann also auch dran beteiligt. Und dann hatte er mich auf eine Konferenz eingeladen in L'Aquila und Saint-Vincent. Guckte ich nach, das eine war da Mittelamerika, das andere war in den Alpen. Irgendwie konnte es nicht sein. Ich habe trotzdem gedacht, ich komme gerne. Es war nachher so, die erste Tagung war in den Alpen, im Südalpen. Und die zweite war im Transasso-Tunnel in Italien. Über Wochenende wurden wir mit Bussen transportiert. Dort hat mich Zikigia dann auch mit mir dann Abendbrot gegessen und mich zum Direktor genannt, als nachdem er gemerkt hatte, dass ich also in dem Artikel in seiner Zeitung entsprechend seinen Kriterien offenbar nachgekommen war und dann also auch auf meinem Vortrag in den Alpen da dann eine Einladung nach USA einbrachte. Damals, ja, waren alle jung und aktiv und alles lief eigentlich sehr freundschaftlich und persönlich in der Bekanntschaft. Also die Kiki war, ist ja Mitglied in Genf, lebt noch heute in Genf, traf ihn gleich oft in Genf, in Rom und auch in Erice, war bekannt, also er reiste viel zwischen diesen Orten hin und her. Alles Interessante. Einmal hat er mich zum Testen seiner Direktoren danach in Italien eingeladen zum Mittagessen. Wo es da galt, seine Lehrer so ein bisschen mehr unter den Konkurrenzdruck zu setzen. Ja. Aber es gab da Bewegungen dagegen. Also man hat dich da abzusägen. Ja, andere wollten eben auch. Was gelesen habe, was auch so kontrovers in der Wissenschaft, du hast einmal geschrieben, du bist am Tag des Beginns einer Konferenz irgendwann mal wieder abgereist. Oh ja, da war in Heidelberg eine Tagung und von jemandem, der in den USA mich sehr freundschaftlich empfangen hatte, bin ich dann in Heidelberg nicht eingeladen gewesen. Es waren zwei Leute, die da nicht eingeladen waren und ich habe gesagt, hatte ich auch gehört, aber ich dachte, ich dürfte wenigstens sitzen und zuhören. Das war also eigentlich nicht ganz so gedacht, aber es gab dann einen Kompromiss, ich durfte einen Tag lang da bleiben, konnte mit meinen Freunden sprechen. Und da ging es auch um so einen kritischen Punkt, von dem ich meinte, dass es nicht die richtige Deutung war. Wer war das noch, der Name, den ich gerade frage. Aber ja, wenn es sich um interessante Probleme handelt und wenn gegebenenfalls dabei dann sogar ein preislicher Vorteil entstehen könnte, dann kommen natürlich die kommerziellen Interessen und da kann man dann auch leicht auf Widerstand stoßen. Also das war ja ein interessanter Tag, war das da in Heidelberg, wo ich da. Wenn wir nochmal am Ende zurückkommen darauf, wie alles angefangen hat, bist du ja so ein Wahrheitssucher seit deines Lebens gewesen? Gibt es bei dir irgendwas in der Biografie, wo man sagen kann, das war der Beginn oder der Anfang vielleicht in der Jugend, was Einschneidendes, was bringt denn den Menschen dazu, dass man so... Ich frage es deshalb, weil... Lebte noch am Ende des Zweiten Weltkrieges, da fielen noch die Bomben, als Hitler versuchte, die ganze Welt zu erobern. Und in der Politik merkte ich, dass es da sehr unfreundlich zuging, absolut unfreundlich. Und als in der Schule die ersten Experimente kamen, dass man den Luftdruck maß mit so einer ganz kleinen Einrichtung und dann objektiv feststellen konnte, ob das Wetter morgen besser oder schlechter sein würde, das hat mich beeindruckt. Da habe ich gedacht, hier gibt es Dinge, die man tun kann. Wenn man da die Wahrheit findet, wird man nicht böse angeguckt. Und das waren die ersten Physikstunden in der Oberschule in Dresden, als schon die ersten Bomben fielen. Die fielen allerdings ziemlich spät in Dresden. Ursprünglich konnten wir da nachts einfach durchschlafen, wenn Alarm kam, weil die Flüge über Dresden hinweggingen.
bis zu jenem 13. Februar, wo dann die Stadt ziemlich eingeäschert wurde und da meine Mutter mich dann aus dem Bett holte mit Fieber, einer leichten Erkältung. Da war diese Zeit zu Ende. Also Politik endet gewöhnlich im Kriegen und Kriege sind doch etwas Furchtbares, während die Wissenschaft nach der Wahrheit sucht und die ganz andere Einstellung zum Leben verlangt von einem Menschen. Hat es die Wissenschaft, glaubst du, verändert, dass die Physiker plötzlich so mächtig wurden mit der Atombombe? Früher war es ja Elfenbeinturm, wen interessiert das? Und dann war plötzlich das die Leute, die Atombombe bauen konnten. Hat das einen Einfluss auf die Wissenschaft gehabt, glaubst du? Einen gewaltigen Einfluss. Damals, Einstein selber, der seinen Brief an den Präsidenten geschrieben hatte, und als er merkte, dass da Schlimmes passieren könnte, es war, ja, haben sich dann zusammengesetzt und haben beschlossen, dass man sowas nie wieder machen sollte. Dann gab es die Göttinger 18, Jordan, Adenauer unterstützt. Es gibt immer die Meinung, die Gegenmeinung und wenn man angegriffen ist, möchte man sich natürlich auch verteidigen. Aber das Schlimmste, was ich sehe, ist einfach, dass wir Physiker jetzt dabei sind, unseren eigenen Planeten unbewohnbar zu machen. Ich hab Kinder und ich habe zwei Enkel, die ich sehr, sehr schätze, denen ich ein langes Leben wünsche. Und die wachsen hinein in eine Zukunft, die nicht gesichert ist. Also das macht mir, gibt mir außerordentlich zu denken. Was ist da das meiste? Das sind viele Dinge. Also das Fukushima, also das, in Japan sind doch Tausende dabei krank geworden oder gestorben. Und jetzt will Europa zwar ohne Kernenergie auskommen, aber da kauft dann eben die Kernenergie vom Nachbarn ab. Das macht die Sache nicht besser. Ja, oder die nicht friedliche Nutzung ist ja dann auch erst recht nicht besser, ne? Die auch immer noch als Gefahr da schwebt. Ja. Die ist nach wie vor vorhanden. Wir haben es gesehen, Dyson war mal in den USA in so einem unterirdischen Startplatz für Raketenflugzeuge, die ihre Bombe irgendwohin transportieren konnten. Dem ist ganz schlecht geworden, als er das sah, was da dem Präsidenten zur Verfügung steht. Zum Glück nicht unkontrolliert. Also wenn Herr Trump mal ein bisschen ärgerlich wird, kann er nicht sofort auf den Knopf drücken. Es sind noch ein paar Hürden dazwischen. Bisher haben wir noch überall das Schlimmste verhindern können. Aber warst du froh, dass du nie dich daran beteiligen musstest, dann als Physiker an solchen? Das ist natürlich bequem, wenn ich es nicht musste, aber ja, andererseits nur zu sagen, ich kümmere mich nicht drum, ist ja auch nicht die richtige Einstellung. Ich sehe heute, jetzt geht es um die Neuwahl in Europa und dass wir alles nur noch gut machen wollen. Kriege ich mehr E-Mail über Politik als über Physik. Bleiben wir bei der Physik durch, oder? Das ist irgendwie die schönere Welt noch. Ich will nicht schon sagen, die schönere, aber so auf lange Sicht hat vielleicht doch die Physik mehr Einfluss auf die Zivilisation, oder? Als sogar als Kriege, als irgendwelche verrückten Feldherren. So sagen. Rückblickend wäre wahrscheinlich, ja, es wäre nichts zu verhindern gewesen. Also seitdem in der Biologie die Urzeugung erfunden worden ist, die ich nicht durchschaue, wie sie passiert ist, aber die ersten Lebewesen brachte und die Lebewesen, die sich zunehmend zu geistig höher gestellten Lebewesen entwickelten. Der Delfin war schon eine Zeit lang das klügste Tier, das es gibt. Inzwischen, seit etwa 1 Million Jahre, sind wir Menschen noch etwas über den Delfin hinausgewachsen. Wir können jetzt
etwas mehr als der Delfin. Aber Delfine sind ähnlich schlau zu Menschen. Mhm. Delfine können ihren Dresseuren, Schwimmer, zeigen, ja, teilweise bessere Ideen als der Dresseur, machen ihnen vor, was sie da als Show. Also auch das bewunderst du. Das und ja, also es hat mich auch fasziniert. Du hast in einem deiner Bücher, glaube ich, sogar über Kängurus noch geschrieben. Aber vielleicht belassen wir es für heute dabei. Als Einblick in deinen weiten Erfahrungsschatz kann ja jeder nochmal nachlesen, was du auch über Biophysik unter anderem geschrieben hast. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen tollen Einblick, was du noch gegeben hast.